Nein! Komm her! Du willst mich doch verarschen. Huhn, komm, Fuß, Beifuß. Sag einmal. So, servus zur 9. Folge in unserem Überlebenskampf in DayZ in der Zombie-Apokalypse. Wir haben gerade hier mal so die halbe City mit aufgeräumt. Da draußen liegen sie noch. Und sind hier in ein Krankenhaus, medizinische Station. Kurz rein, um zu schauen, was wir denn hier so alles gebrauchen können. Okay, die Notarzthose ist durchnässt, hat 24, aber ist ruiniert. Die ist nur abgenutzt, dann tauschen wir die einmal aus. Ich bin gespannt, was wir hier noch so alles finden werden. Ja, okay, Codein. Da haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal genug. Noch mehr. Antibiotika, absolutes Must-Have. Das ist der Wahnsinn, wie wichtig das ist. Ja, Vitamintabletten, die nehmen wir auch mit. Oh, IV-Set, makellos, das ist gut, das ist gut. Das ist beschädigt, das ist makellos, nehmen wir mit. Nochmal Codein. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass vor der Zombie-Apokalypse, bevor das alles zusammengebrochen ist, LKW-Ladungen an medizinischen Gütern verteilt wurden. Das merkt man, einfach und es ist gut. Das macht es uns etwas einfacher. Ein paar IV-Sets, klar, ein paar mehr wären cool. Das auf jeden Fall. Aber, nein, man kann nicht alles haben. Jetzt schauen wir hier. Ja, Hacke nehmen wir mal mit. Können wir gegebenenfalls gebrauchen, weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Jetzt schauen wir hier in der Nähe. Ja, genau. Hier haben wir nämlich auch wieder medizinische Güter. Weil. Kommt häufiger mal vor. Jawohl, Kursalzlösung. Das Gebäude in der näheren Umgebung von der Krankenstation oder sowas auch dann diese Medi, diesen Medi-Loot mit dabei haben. Hier sieht man es schon, ist nicht mehr der Fall. Okay. Ja, Essen wird wieder gelb. Gut. Ich denke mal, hier weiter vorne haben wir dann auch nichts mehr. Schauen wir mal in die Fahrzeuge rein. Haben wir da vielleicht irgendwas Brauchbares? Nein. Hier vielleicht? Nö. Auch nicht. Okay. Ich habe unten beim Vorbeifahren noch Garagen gesehen. Da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal kurz hinlaufen, gucken, ob wir da noch irgendwas Gutes finden. Aber ich bin mit unserem medizinischen Loot hier ziemlich zufrieden. Kann man sich nicht beschweren. Gerade mit dem... Okay, ein Leuchten. Okay, das klang nach einer Detonation.
Das ist halt immer die Frage, ist das jetzt irgendein Abwurf oder hat da irgendeiner gemeint, er müsste eine Handgranate werfen? Das ist dann immer so die Frage. Das kann man jetzt dann gar nicht mehr wirklich so rausfinden. Okay, hier ist nichts. Ich will auch nicht zu weit vom Auto weg. Das ist so... Aha. Ungern, ungern. Es gibt auf jeden Fall genug Autos. Das haben wir jetzt festgestellt. Fahrbereite Autos gibt es en masse. Aber der Haken an der ganzen Sache ist einfach, ja, was bringen einem die Autos, wenn irgendwas fehlt, die nicht fahrbereit sind? Na komm her. Ja, okay, der... Wenn man Energie hat, schlägt man mit dem ziemlich schnell zu. Aber da muss man Energie haben. Nee, da ist auch nichts. Oh, eine Säge, die nehmen wir mit. Also wenn wir mal irgendwie Reifen oder irgendwas für unsere Olga brauchen werden, dann schauen wir ganz schön alt aus. Weil man findet einfach partout nichts. Man findet einfach nichts. Das ist schon echt cool. Ist halt jetzt die Frage, Reifenreparaturset hatten wir doch irgendwo, gell? Ja, hier hatten wir eins. Ja, wo kommst du denn her? Zieh dir mal lieber was an, mein Junge. Mensch, ist Koid? So. Und jetzt nicht weiter stören, mein Kleiner. Das können wir nochmal kombinieren. Das können wir damit kombinieren. Ich hoffe jetzt nur, dass ich keinen Mist baue, wenn ich einfach das Rad runterziehe. Okay, jetzt wird's eng hier drin. Es ist bald kein Platz mehr. Ich denke fast, wir brauchen so einen Radmutterschlüssel.
dass wir dann die Reifen runterkriegen. Das packt man auch mal damit hin. Nehmen wir uns einmal den Generator raus. Ne, die Zündkerze packen wir da noch nicht rein. Ne. Wenn wir jetzt ganz, ganz dringend noch so viel mehr Platz bräuchten, könnten wir sicherlich einiges... Oh, das geht damit nicht. Das ist schade. Ja, okay, dann können wir eigentlich die Zündkerze schon mal in den Generator reinstecken. Okay. Nee. Das Elektro-Reparaturset. Das haben wir doch hier irgendwo raus. Okay, Tetris spielen. Okay, dann müssen wir jetzt wirklich da ein bisschen umherhantieren, dass wir ein bisschen Platz schaffen. Sind jetzt alle beschädigt worden dadurch. Okay, das können wir da hinpacken. Das quer. Ja, das macht es jetzt auch nicht unbedingt besser, aber okay. Ah, gut. Ich finde gut Tetris gespielt. Wir schauen uns hier jetzt noch ein bisschen zu Fuß um. Da hinten müsste... Ja, genau, da ist eine Polizeistation. Da will ich auf jeden Fall auch reingucken. Ah, okay, da haben wir schon reingeguckt. Vor allem auch ein bisschen nach Nahrung umschauen. Weil wir schon wieder hungrig werden. Klar, wenn wir die ganze Zeit am Rumflitzen sind... Ja, wo kommt ihr denn hier? Ihr wart sogar gerade noch nicht da. Und wieder dieser bescheidene Hund. Hey. Glaube, es geht los. Okay, dann komm du jetzt auch noch schnell her. Obala, das klang ungesund. Ist fast flöten. Das merkt man schon richtig. Wenn die nicht mehr so gut erhalten ist, kriegt man da doch wesentlich eher eine Blutungswunde. Ja, also mal hier nett bleiben. Und nicht einfach da den Obermarker markieren. Nee, nee. So, da, da. Wo ist... auch wieder nix. Nichts. Ja, dieses Epoxidharz haben wir auch schon einiges.
ist die Frage, ob wir überhaupt so viel brauchen. Aber ich würde jetzt erstmal alles, was irgendwie geht, einhamstern. Weil wegschmeißen kann man es danach immer noch. Wir haben auch recht viele demolierte Sachen oder so mit im Auto drin. Aber die möchte ich jetzt an sich noch gar nicht aussortieren. Ja, komm her. Gut. Also gerade so ein Radmutter-Schraubenschlüsselteil wäre schon noch ganz cool. Aber ja, muss jetzt nicht. Ich denke mal, dass auch wenn das Rad demoliert ist, das hält schon noch ein bisschen. Muss ja wohl. Aber was zu essen, wie zum Beispiel dieser Apfel. Ja, wir kommen definitiv nicht ums Jagen rum, weil man merkt, klar, man findet da mal einen Apfel, da mal einen Pilz, hat man jetzt ja auch. Aber so wirklich, dass man sagt, hey, okay, ja, geil, ich bin jetzt richtig satt, haben wir einfach nicht. Also, wenn ich so schaue, wir haben hier eine Polizeistation. Hier ist nichts an Ausrüstung. Es ist ja kein Wunder, dass dann die Zombies gewonnen haben. Keine Waffen, kein gar nichts. Vollkommen unterversorgt. Gut, kann auch schon geräubt worden sein. Okay, das ist natürlich jetzt wieder doof, weil wir die Munition für die erst kürzlich weggeworfen haben. Oder haben wir die vielleicht so, vielleicht haben wir die sogar noch im Auto, das wäre cool. Wenn nicht, dann halt nicht. Handschellenschlüssel. Was will ich denn mit so viel Handschellenschlüssel? So viele Handschellen haben wir doch hier gar nicht mal rumliegen. Ja, gut, wir haben jetzt, wenn es drauf ankommen würde, hätten wir jetzt auf jeden Fall eine Waffe. Wobei mir die andere doch mehr zusagen würde, weil man mit der auch jagen kann. Mit der 380er ACP denke ich mal nicht, dass da viel mit Jagen ist. Wir nehmen die. Die schaut cool aus. So, erhöhte Position. Einmal kurz ein bisschen umschauen, ob wir vielleicht irgendwas Verdächtiges sehen. Aber es schaut ruhig aus. Ja, es muss ja eigentlich ruhig sein, weil wenn man so schaut, wir haben auch noch keinen Schuss abgegeben, weil einfach die Möglichkeit nicht her. Ich will mich jetzt eigentlich nicht direkt in ein... Okay, ist ja in Ordnung. Ohne zu schreien. Wow.
Ihr teilt es aber gut aus, gell? Wow. Das hat jetzt gesessen. Also wo diese Weste noch unbeschädigt war, haben wir definitiv weniger Blutungsangriffe einstecken müssen, als wir es jetzt müssen. Gut, der wird gleich zu Besuch reinkommen. Wieder ein Messer. Oh, eine makellose Leberpastete. Die ist gut. Und wir tauschen hier mal ein bisschen durch. Weil ich produziere mir jetzt vorsichtshalber schon mal ein paar Stofffetzen. Wir haben zwar recht viele Bandagen, ja, aber die sind, wenn das jetzt hier so weitergeht, extrem schnell aufgebraucht. Na komm ran, komm. Ja, komm, mach doch nicht lang rum. Ja, komm her. Och, Menno. Eine Cola wäre jetzt echt was Geiles gewesen, aber nein, nicht wenn die demoliert ist. Nein, auf gar keinen Fall. Never ever. Guck mal. Für euch soweit schon mal zur Info. Wir haben die nächste Folge bereits Folge Nummer 10. Das wird dann eine Folge sein, die ein bisschen länger ist als die anderen jetzt immer. Das werde ich dann immer so in, ja, in so einem 10er-Rhythmus auch weiter fortführen. Nein! Komm her! Du willst mich doch verarschen. Huhn, komm, Fuß, Beifuß. Sag einmal. Die lacht, das Huhn lacht mich doch aus. Komm! Ha! Erwischt. Tja. So. Und wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, nächste Folge etwas länger. Mit, ja, ich denke mal, so eine Dreiviertelstunde kriegen wir dann schon gut eingepackt. Und in diesem Turnus von eben immer 10 Folgen gibt es dann eine etwas längerere. Gut. Das Huhn hat sich gerade ziemlich über mich lustig gemacht, würde ich jetzt sagen. Aber es landet trotzdem auf dem Grill. Schraubenzieher nehmen wir mal mit. Okay. Da irgendwo Päckchen Samen drin. Nein.
Die meisten Gebäude, Klamotten, das war's. Alles andere ist geplündert. Das hat seinen eigenen Flair. Das auf jeden Fall. Na, da haben wir den nächsten. Eine Runde von Beruf Zombie schlechter. Ja, solange die so in einer Einzelkombo oder maximal zwei sind, kein Problem. Aber wenn es mehr wäre. Und das ist dann nämlich auch die Stärke von den Zombies, die Masse. Die Birne wollen wir jetzt nicht unbedingt. Egal, nehmen wir mit, braucht man keine Streichhölzer. Gut, wenn es jetzt heikel werden würde mit der Nahrung. Wir haben das Hühnchen, was wir noch schlachten können. Wir haben die Pastete, wir haben auch noch eine Dose. Es ist halt nicht viel, was wir momentan haben. So, wer kommt als erstes? Der kommt. So. Oh, eine Tomate makellos. Die nehmen wir mit. Demolierte Streichhölzer, egal, nehmen wir mit. Was machen unsere Schuhe? Die sind abgenutzt. Die sind makellos. Ja, lassen wir die erstmal an. Okay, die sind zwar beschädigt. Nee, wir trinken aus der Flasche. Trinken aus der Flasche, damit wir sie danach gleich wieder befüllen können. Lustigerweise haben wir aber mehr Hunger, als dass wir Durst haben. Sonst war es eigentlich immer irgendwie andersrum. Ich hatte eigentlich immer Durst und Essen hatte ich genug, aber verkehrte Welt. Ja, ist ja gut. Komm hier. Okay, noch einer. Nee, 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 nee. Leute, macht's mal hier keinen Unsinn. Okay, die ist beschädigt. Hat auch wieder ein Steakmesser dabei. So, bevor die mir jetzt nämlich meine Feuerwehrjacke kaputt machen, nähen wir die gleich wieder. Pflaume ist gut. Nee, ist nicht gut. Schauen wir jetzt. Oi, da hast du eine Range. Das ist ja... Also das ist eine Mega-Reichweite, was die jetzt hatte, wo sie uns gehört, gesehen, was auch immer hat. Wobei, bei den hübschen Augen, denke ich mal, ja, die hat uns gehört. Dann gucken wir jetzt gleich noch ein paar Häuser hier durch. Ah, Multivitamin nehmen wir mit. Können wir immer gebrauchen. Weil schadet ja nicht. Schadet nicht.
schmeißen wir uns gleich mal eine ein. Allein schon auch, um zu testen, wie es Auswirkungen gegebenenfalls hat, wenn die demoliert sind oder nicht mehr gut sind. Ob man davon anfängt, sich zu übergeben. Wo? Ach, da ist er. Oh, wir haben das Messer in der Hand. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt klug, aber geht auch. Haben wir hier im Auto was? Ah, schaut nicht so aus. Nö. Oh, eine Kombizange. Ah, jetzt Moment mal. Haben wir gerade Klebeband da? Nee, haben wir nicht. Schade. Wäre nämlich interessant gewesen, ob man die Kombizange so reparieren kann. Schauen wir mal hoch zu der Tankstelle. Hier ist ordentlich was los. Da wollten einige wohl noch tanken. Ja, komm ran auf den Meter. Sag mal. Oh, schade. Oh, makellos. Das ist gut. Ja. Die haben das alles eingehamstert. Was ist das denn da oben? Ja, okay. Die haben das alles eingehamstert und sind dann zum Zombie geworden und dann haben sie es nicht mehr rausgerückt oder konnten es nicht mehr verwenden. So läuft das also. Okay, okay. Okay, ein schwarzer Golf wäre schon cool, aber ich denke nicht, dass der von Natur aus schwarz war. Ja, du hast mich gehört. Komm her. Oh! Unsere Machete, orientalische Machete, ist flöten. Ja, du bleibst da stehen. So. Hier machen wir einen ganz, ganz kleinen, kurzen Cut. Ich mach dann aber auch gleich weiter mit der 10. Folge, die dann auch länger dauert. Von daher, wenn euch das Video gefallen hat, ihr kennt es, lasst ein Like da. Wenn noch nicht abonniert, dann lasst ein Abo da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Servus!